Sehr gut, guck mal, jetzt kommt jemand. Erstmal. Ihr müsst jetzt, guck mal, wir machen da gerade Dauerkurs. Jetzt kommt jemand zu, der sagt, ja, hören Sie mal im Koran. Ja, wenn ein Buch gibt, dann müssen wir erstmal wissen, wer hat das Buch geschrieben, wann wurde das geschrieben. Das heißt Vorwort, dies, das. Ich bin der Herr so. Wie zum Beispiel in der Bibel, Lukas 1, Vers 1. Schon viele haben es versucht, lieber Theophilus, schon viele haben es versucht, vor uns das aufzuschreiben, was sich unter uns ereignet hat. So habe auch ich mich entschlossen, dieser Sache nachzugehen. Okay? So. Haben wir im Koran nicht? Im Koran fängt es an, Bismillahirrahmanirrahim. Wie antworten wir jetzt darauf? Ganz einfach. Wir sagen, ja, Frau Müller-Meyer-Schmitz, der Koran ist eben ein anderes Buch. Der Koran unterscheidet, der Koran ist das Wort Allahs, subhanahu wa ta'ala. Und Allah sagt, in Sure 2, Vers 23 sagt er, wenn ihr im Reib seid, im Zweifel über das, was herabgesandt wurde, dann kommt doch mit einer Sura, die so ist wie der Koran. Der Koran ist ein anderes Buch. Wenn es um die Schreiber geht, so können wir sagen, der Prophet hat alleine 70 Schreiber gehabt. Die ältesten Manuskripte von diesem Buch finden sich heute in Istanbul und in Taschkent in Museen, die aus der Zeit von Uthman sind. Uthman ist ungefähr 15 Jahre nach dem Propheten, alles, ich weiß nicht genau, an die, nach dem Tod des Propheten an die Macht gekommen. Die sind aus dieser Zeit. Diese Manuskripte sind genau wie der Koran heute. Und der Koran ist das Wort Gottes. Der Koran ist ein einzigartiges Buch. Punkt. Das heißt, die hat versucht, dich durcheinander zu bringen. Dann sagst du, nee, der Koran ist einzigartig, ist anders. Punkt. Das hast du sie zu dir geholt. Wie bitte? Was hat sie gesagt? Ich habe das jetzt. Ja. Wie? Also im Iran gibt es verschiedene Koran. Ja, dann müssen wir gucken, welche Korane dort nicht mit dem Koran in der anderen Welt einstimmen. Dann sind die anderen verkehrt. Weil wenn wir da andere Korane haben, dann ist ganz klar, dass deiner. Aber das ist nachvollziehbar, dass es falsch ist. Alhamdulillah. Bibel gibt es auch. Die Protestanten haben eine Bibel mit 66 Büchern, die Katholiken mit 73 Büchern, die Orthodoxen haben noch mehr Bücher. So, aber im Islam kannst du genau nachvollziehen, was ist denn der richtige Koran? Der mit den Manuskripten übereinstimmt und der, der unter allen Muslimen als der Koran bekannt ist. Oh, so einfach ist das.